Achtung, kurz aufgepasst. In der Nacht von Montag auf Dienstag erscheint Saints Row um 0 Uhr. Zu diesem Release werde ich auch einen Release-Livestream machen, hier auf diesem Kanal. Verpasst es auf gar keinen Fall, stell den Wecker und sei mit dabei. Ab 23 Uhr sind wir live und werden den Countdown zusammen erleben. Bis dahin, viel Spaß beim Video. Heute Nacht ist es endlich soweit und wir können endlich Saints Row zusammen zocken und es wird unnormal krass. Wichtig und was du heute noch machen solltest, ist aber auf jeden Fall deinen Charakter zu erstellen, denn du bekommst nicht nur Bonis in-game dafür, sondern du kannst ja auch eine Menge Zeit sparen heute Nacht und direkt loslegen. Was du da wissen solltest und wie das Ganze geht, ich erkläre es dir im heutigen Video. Bleib also auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gut und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier vom Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, im heutigen Video, Freunde, geht es nochmal um die Boss Factory von Saints Row. Denn in der Boss Factory habt ihr die Möglichkeit, schon vor Release von Saints Row euren Boss, also euren Charakter, komplett zu erstellen, mit anderen zu teilen und von anderen zu importieren. Dabei zeige ich euch heute auch meine Top 3 der krankesten Outfits und Charaktere, die andere erstellt haben, die ihr euch auch in euer Spiel runterladen könnt und vieles mehr. Also bleibt auf jeden Fall am Start. Vielleicht vorher noch ein paar kleine Worte. Was ist denn die Boss Factory? Na, die Boss Factory ist im Prinzip die Charaktererstellung für Saints Row, die ihr aber schon vor Release des Spieles machen konntet. Also ihr braucht einen Charakter, den könnt ihr erstellen mit wirklich unglaublich vielen Optionen und das geht eben schon vorher. Und jetzt gibt es ein paar Leute, die haben sich zur Aufgabe gemacht, die krankesten Charaktere nachzubauen in Saints Row und die auch der Community bereitzustellen. Denn wenn ihr auf der Webseite von Saints Row seid, könnt ihr dort andere Charaktere euch anschauen, herunterladen und eure eigenen auch mit der Community teilen. Zum Beispiel sehen wir hier Big Smoke aus GTA San Andreas. Sieht der Typ nicht 1:1 aus wie im Spiel? Oder hier haben wir John Wick. Kennt viele aus den Filmen oder auch aus Fortnite oder aus anderen Spielen. John Wick, der sieht 1:1 gleich aus. Und dann hätten wir den Typ hier. Ah, wer weiß. Wer weiß, wer das ist. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, wer es am besten errät. Um die Boss Factory herunterzuladen, könnt ihr auf der Webseite zum Beispiel einfach auf Boss Factory herunterladen klicken, auf welcher Konsole ihr spielt, euch kurz einloggen, bei PSN zum Beispiel, und dann habt ihr das Spiel, die Boss Factory, in eurer Bibliothek auf der PlayStation, wo ihr das Ganze dann herunterladen könnt. Ganz easy. Wenn man die Boss Factory nämlich im PlayStation Store sucht, hat es bei mir zumindest Probleme gegeben. Ich weiß, ein paar Leute aus der Community haben es auch einfach da runtergeladen. Ich hatte ein paar Probleme mit, deswegen habe ich es über die Webseite gemacht. Müsst ihr halt einfach mal ausprobieren, wie es bei euch am besten funktioniert. Ich habe mich bei der ganzen Sache natürlich auch einmal probiert und habe probiert, Franklin aus GTA 5 nachzubauen. Ja, ich weiß nicht, wie erfolgreich das Ganze wurde. Ihr könnt mir ja mal eine Note in die Kommentare schreiben. Wie gut ähnelt das Franklin? Ich bin gespannt. Vielleicht kriegt ja der ein oder andere von euch einen besseren Franklin hin. Macht's auf jeden Fall mal, macht ein paar Bilder und schickt mir die auf Instagram. Markiert mich am besten einfach in eurer Story oder so. Und die besten werde ich auf jeden Fall teilen. Also gebt euch Mühe und zaubert uns ein paar tolle Charaktere, die wir dann mit der Community teilen können. Was aber noch wichtig ist zu erwähnen, dass heute auch die letzte Chance ist, sich zwei Helme zu verdienen. Und zwar diese zwei DJ-Helme hier, die unnormal cool aussehen, muss ich sagen. Mit diesen langen Ohren hier und so. Sieht schon sehr krass aus. Alles, was ihr dafür machen müsst, euch einen Boss zu erstellen und den der Community bereitzustellen. Und wenn ihr das gemacht habt, schaltet ihr euch eben diese beiden Hüte frei. Und ich muss sagen, sieht schon ziemlich, ziemlich fancy aus. Ja, Freunde, und das soll es jetzt eigentlich auch schon wieder gewesen sein mit diesem ganz kurzen Video über die Boss Factory von Saints Row. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es dir gefallen hat. Wenn dem so ist, lass gerne gratis einen Daumen nach oben da und abonniere diesen Kanal hier, um wirklich nichts mehr rund um Saints Row und GTA zu verpassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich heute Nacht im Livestream um 0 Uhr, beziehungsweise in den nächsten Tagen auf der Gamescom. Da werde ich auch rumgeistern und auch nochmal in den nächsten Videos genauer sagen, wann, wo, wie und so weiter wir Zuschauertreffen machen. Ansonsten, bis dahin, wünsche ich dir was, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace.